geht ab, Freunde. Oh ja, Fraps ist... Nee, warte. Nee, Quatsch, falsch. Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Top 5 Video. Ja, diese Top 5 Listen scheint ja wirklich extremst zu lieben, denn diese Top 5 Folgen, zum Beispiel von vor einer Woche, hat jetzt schon zum Beispiel über 150.000 Aufrufe, Leute. Da wollte ich auf jeden Fall auch mal Danke für sagen. Das ist nämlich richtig, richtig krass. Und deswegen hoffe ich heute natürlich auch, dass die heutige Top 5 Liste auch so gut ankommen wird. Natürlich wird sie nicht annähernd 150.000 Aufrufe erreichen, aber ihr wisst natürlich, was gemeint ist. Denn heute gibt es einfach mal 5 Dinge, die garantiert von euch jeder schon mal gemacht hat. Ja, mein guter Kollege Fraps hat gerade auch so ein Video hochgeladen, denn er hat halt auch diese Top 5 Dinge, die schon mal jeder gemacht hat. Und das fand ich auf jeden Fall richtig, richtig cool, wenn ihr da vorbeischauen könntet. Denn das Ding ist, er hat 5 andere Punkte angesprochen als ich in meinem Video. Das bedeutet, wenn euch dieses Video hier gefällt, dann schaut euch das Video auf jeden Fall von Fraps an, denn da gibt es dann halt nochmal 5 neue Punkte und das lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen. Wenn ihr dann da seid, könnt ihr dann auch direkt mal ein Hashtag Team Slack in seine Kommentare schreiben oder sowas. Und ja, wie gesagt, klickt einfach den Link in der Videobeschreibung oder guckt mein Video zu Ende und schaut dann bei mir am Ende auf die Endcard, denn dort ist ein Video auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr dann auf jeden Fall auch nochmal vorbeischauen und ihn dann auch gegebenenfalls nochmal ein Abo dalassen, wenn ihr ihn noch nicht kanntet. Vorher würde ich dann aber auch nochmal auf alle Fälle richtig korrekt von dir, wenn ihr auf dieses Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen könntest, da dieses Video wieder recht aufwendig war. Zudem würde es mich natürlich mega freuen, wieder ein paar neue Gesichter hier zu sehen und von daher, wenn du neu auf diesem Kanal bist und dir gefällt, was du hier siehst, dann würde ich sagen, abonniere mich doch einfach mal kostenlos für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Naja, lass uns jetzt aber auch mal anfangen. Also wie gesagt, heute gibt es mal 5 Dinge, die wirklich die meisten von euch schon mal gemacht haben. Natürlich, ich habe keine 100%ige Versicherung, dass ihr wirklich jede einzelne Sache schon aus diesem Video mal gemacht hat, aber ich denke, auf die große Masse gesehen, werden wirklich die meisten von euch diese Punkte schon mal gemacht haben. Naja, kommen wir jetzt aber auch mal zu Nummer 1, nämlich ein Real-Life-Tag. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, hä, was ist denn ein Real-Life-Tag? Nun, ein Real-Life-Tag ist eigentlich ein Tag in GTA Online wie aus dem echten Leben. Das bedeutet, ihr steht wirklich zu einer humanen Zeit auf, also ihr tut einfach so, als ob ihr morgens irgendwie um 7 Uhr aufsteht oder so, dann geht ihr mit euren Kollegen in eure Garage, dann holt euch dann ein total normales Auto und fahrt dann damit auch, aber ihr haltet euch einfach an Verkehrsregeln. Das bedeutet, ihr fahrt in First-Person-Perspektive, weil man das ja auch macht. Ihr haltet euch einfach an rechts vor links, an Ampeln, an Geschwindigkeitsbegrenzung und so weiter. Und ihr tut einfach so, als wären ihr im echten Leben seid. Ich weiß noch, ich habe das damals mit meinen Freunden richtig oft gemacht, als GTA 5 auf der PS4 gerade rauskam, weil man da diese First-Person hat. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht, sich einfach mal an Verkehrsregeln zu halten. Und das macht heute sogar immer noch Spaß. Von daher, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, so einen Real-Life-Tag zu machen, dann macht das auf jeden Fall mal, weil das Ganze wirklich, wirklich Spaß macht. Dann kann man auch so coole Sachen machen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, man hält erstmal um 16 Uhr an der Tankstelle an oder so, tut dann so, als wenn man tankt, macht eine kleine Pause, kauft sich Snacks, kauft sich Getränke, fährt weiter, macht eine Zigarettenpause, hört Radio und so weiter und so fort und hält dann am Ende irgendwie an so einem Hotel an oder so. Wie gesagt, das macht wirklich, wirklich viel Spaß und ich denke, das werden die meisten von euch auch schon mal getan haben. Dann kommen wir mal zum zweiten Punkt, nämlich bis zum Ende der Map fliegen. Ja, das hat jetzt nichts mehr irgendwie mit Real Life zu tun, weil, naja, es gibt halt im Real Life kein Ende von der Map. Aber in GTA gibt es halt ein Ende von der Map und ich wette auch, dass die meisten von euch dieses Ende der Map schon mal erkunden wollten. Also hat man sich in ein Flugzeug gesetzt und ist einfach immer weiter geradeaus in eine Richtung geflogen und irgendwann stürzt dann das Flugzeug ab und man stürzt ab, weil man einfach das Ende der Map erreicht hat. Ja, und das haben wirklich die meisten von euch auch getan. Ich weiß das, ich habe es nämlich auch voll oft gemacht. Was auch ziemlich, ziemlich cool ist, ist, wenn man zum Beispiel mit einem Flugzeug fliegt und dann damit abstürzt, wenn man dann im Flugzeug ist, setzt man sich dann das Atemgerät auf und frisst dann die ganze Zeit Snacks und versucht dann, den Meeresboden zu erreichen. Das ist auch richtig, richtig cool. Wie gesagt, das könnt ihr auch mal ausprobieren. Ich habe es noch nie geschafft, ich habe noch nie den Boden erreicht. Aber wie gesagt, vielleicht bekommt ihr das ja hin. Aber das ist auch so eine Sache, nämlich bis zum Ende der Map fliegen, das haben auch die meisten von euch getan. Kommen wir jetzt mal zu Nummer 3. Das ist nämlich eine Challenge, die auch die meisten von euch, denke ich, schon mal gemacht haben, nämlich den krassesten Unfall bauen. Ja, was muss man dabei machen? Das sagt eigentlich schon der Name. Das Ding ist, wir haben das immer so gemacht, wir suchen uns irgendein Auto von der Straße, setzen uns dann da rein, die Kollegen setzen sich dann mit rein und dann hat man 60 Sekunden Zeit irgendwie zu beschleunigen und irgendwo hinzufahren, wo man möchte, um da dann den krassesten Unfall zu bauen. Also man muss einfach wirklich einen Unfall bauen und damit dann eine riesige Massenkarambolage verursachen. Das war auf alle Fälle auch immer richtig cool, wenn man dann auf der Autobahn so einen LKW mit so einem Benzintransport gesehen hat, weil wenn du da reingefahren bist, dann ist der explodiert und man hatte dann eine riesen Explosion auf dem Highway. Von daher ist das wahrscheinlich auch eine Sache, was die meisten
meisten von euch schon mal getan haben, den krassesten Unfall bauen. Und wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr es natürlich auch gerne machen, weil alle diese Punkte im Video machen halt auch total viel Spaß, wenn man es mit seinen Kollegen macht. Von daher, wenn ihr das noch nicht getan habt, probiert es einfach mit euren Kollegen aus, setzt euch in ein Auto und dann müsst ihr einfach einen ziemlich coolen, krassen Unfall bauen. Kommen wir jetzt zu Nummer 4, das ist schon so ähnlich wie den krassesten Unfall bauen. Man stellt sich einfach mit einem verdammt großen Auto auf den Highway, wartet dann, bis ein riesengroßer Stau entstanden ist und dann sprengt man den ganzen Stau. Ja, vorzugsweise haben das die meisten natürlich mit dem Bus gemacht. Man hat sich einen Bus geklaut, ist auf den Highway gefahren, hat den Bus dann quer auf die Straße gestellt und dann so ein paar Sekündchen gewartet, bis ein Riesenstau entstanden ist und dann hat man einfach nur noch eine Granate reingeworfen und dann ist die gesamte Lobby am Laggen. Tatsächlich ist das auf der PS4 sogar schon so, dass das Ganze dann wirklich, wirklich extrem laggt. Aber auf der PS3 war das Ganze noch krasser, da hatte man dann tatsächlich damals wirkliche Lobbyprobleme. Aber ja, das ist halt so eine Sache, was denke ich auch die meisten von uns getan haben, weil es einfach wirklich, wirklich viel Spaß macht, wenn man einfach das Spiel so krass überfordert, dass fast das Spiel abstürzt. Also wie gesagt, falls ihr das noch nicht getan habt, das kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Von all diesen Punkten aus dem Video ist einfach das wirklich das aller lustigste. Vor allem zu sehen, wie die NPCs absolut gar nicht wissen, was sie machen sollen. In diesem Stau steigen einige aus, einige bekommen Panik, einige durchbrechen tatsächlich sogar die Busmauer, dann explodieren Autos und wie gesagt, das ist ein riesen Durcheinander. Probiert es einfach aus und am Ende werdet ihr auf jeden Fall sagen, yo, das ist eine krasse Sache, das werde ich öfters machen. Ja, und jetzt kommen wir auch mal zum letzten Punkt schon, zur Nummer 5, nämlich einen Store wie in Hollywood ausrauben. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, was? Ein Store wie in Hollywood ausrauben? Yo, ich habe noch nie einen Film gesehen, wo es darum geht, einen Store auszurauben. Ja, da stimme ich euch wahrscheinlich auch zu. Wahrscheinlich habt ihr echt noch nicht so einen Film gesehen, aber ihr kennt das Ganze ja, in Hollywood ist immer alles richtig krass und besonders ich habe das früher auch oft gemacht mit Kollegen, als es nämlich damals noch nicht die Raubüberfälle gab, weil Leute, die Raubüberfälle gibt es ja noch nicht seit ewig, also die kamen auch erst später ins Spiel und früher wollte man halt irgendwie solche Ausraubsachen machen, aber es gab halt keine Heist. Was hat man dann gemacht? Man hat sich einfach 3, 4 gute Freunde unter den Arm gepackt und ist dann zu so einem Einkaufsladen gefahren, denn ihr kennt sie ja in GTA, das sind diese Stores und die kann man halt auch ausrauben, ja. Und das war auch immer eine mega coole Sache, weil wir haben das auch immer so richtig professionell aufgezogen. Einer hat sich so ein Feuerwehrauto bestellt, dann hat man die Straße damit schon so versperrt, damit die Polizei da nicht durchkommen kann. Ein anderer hat die Straße abgesichert und dann auf die Polizisten geschossen. Wieder ein anderer ist in den Laden reingegangen, hat den dann erschossen, hat dann die ganze Kohle geholt und wieder ein anderer kam dann mit dem Fluchtauto spontan dahergefahren. Dann ist man bis nach oben zu Trevors Flughafen gefahren, ist dann in den Jet eingestiegen, den dann schon ein Kollege da gelandet hat und ist dann so weggeflogen. Natürlich, das war eigentlich relativ langweilig, weil das war halt nur so Free-Roam-Polizei und so. Aber als es tatsächlich die Raubüberfälle noch nicht gab, war das einfach eine richtig, richtig witzige Unterhaltung und es hat einfach Spaß gemacht. Aber auch heute macht das Ganze noch Spaß, weil wie gesagt, je nachdem wie kreativ ihr seid und je nachdem wie viele Kollegen ihr habt, kann man da wirklich ein paar richtig coole Sachen mitmachen. Deswegen würde ich euch da auch empfehlen, probiert das Ganze doch mal aus. Aber kennst du denn vielleicht noch weitere Dinge, die jeder mal in GTA Online getan hat? Dann schreiben sie mir doch gerne mit dem Community-Hashtag Team Slack unten in die Kommentare. Möchtest du außerdem vielleicht noch einen Teil 2 von diesem Video sehen, dann stimmt doch auch gerne noch hier oben rechts ab. Übrigens, die letzte Umfrage mit den 5 krassesten Toten in GTA 5, da habe ich ja auch gefragt, möchtet ihr einen Teil 2 sehen? Und da haben 98% Ja getippt. Das heißt, da könnt ihr euch dann auch noch drauf freuen. In den nächsten Tagen bis Wochen kommt da auf jeden Fall auch noch der Teil 2 online. Naja, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Hat dir dieses Video gefallen, dann zeigt mir das doch mit einem Daumen nach oben oder einem positiven Kommentar. Abonniere mich doch auch gerne für mehr solcher Videos und bis wir uns jetzt also wiedersehen, wünsche ich noch eine wunderschöne Woche und ciao.